Viel kommen in der neunten Klasse auf dem Gymnasium. Wir machen ein Interview über das Bildungssystem in Griechenland und möchten Ihnen einige Fragen stellen. Haben Sie Zeit? Ja, ich habe Zeit. Was unterrichten Sie? Ich unterrichte Mathematik. Wie viele Jahre haben Sie studiert? Ich habe fast 10 Jahre studiert. Ich habe 4 Jahre studiert in Thessaloniki, Mathematik studiert und danach habe ich ein Aufbaustudium gemacht. Das hatte 4 Jahre gedauert und danach habe ich ein ganzes Schuljahr in Deutschland verbracht. Unterrichten Sie an der generellen Oberstufe oder an der Berufsoberstufe? Ich unterrichte an der generellen Oberstufe. Wie viele Stunden unterrichten Sie in der Woche? 20 Stunden. Unterrichten Sie Mathe in allen Klassen der Oberstufe? Ja, in allen Klassen, in der ersten, zweiten und dritten Klasse. Wie schwer ist das Fach Mathematik für die Schüler zu lernen in der Oberstufe? Für die meisten Schüler ist Mathematik das schwerste Fach. Wie sehen die Leistungen der Schüler zu lernen in Mathe aus? Leider sieht die Leistung der Schüler nicht so gut aus, wie ich wollte. Nehmen die Schüler und Schülerinnen an Wettbewerben teil? Obwohl jedes Jahr zu viele Wettbewerben stattfinden, gibt es nur wenige Schüler, die an diesen Wettbewerben teilnehmen. Ist Mathe ein pflichtiges Fach bei der Prüfung für die Aufnahme an der Universität? Für die meisten Schüler ja. Die Schüler, die wollen Philologie oder ähnliche Fächer studieren, für diese Schüler ist Mathe nicht ein Pflichtfach. Und gilt das auch für die Schüler der Berufsoberstufe? Ja, das gilt auch für die Schüler der Berufsoberstufe. Können Sie uns einen Tipp geben? Sollen die Schüler nur Aufgaben lösen oder auch gut die Theorie auswendig lernen? Wenn die Schüler Mathematik lernen wollen, müssen erst die Theorie gut verstehen, nicht nur auswendig lernen. Und danach können Sie die Aufgaben lösen. Vielen Dank für das Interview. Gerne.